dennoch eine Ausnahmegenehmigung erteilt, um das gigantische Stollenlabyrinth zu erforschen. Der Film wurde 1985 auf dem Internationalen Film- und Fernsehfestival in New York mit 2 Preisen ausgezeichnet, mit Gold und Silber. Klang der Tropfwasser oder das Summen kühlen Wetterzuges, der sich irgendwo im Geklüfte verfängt, unterbrechen die Ruhe. Nach vielen Jahrzehnten blitzen erstmalig Lichter auf. Immer wieder bin ich in die Zauberwelt der Gruben dieser Erde eingestiegen, war oft nach Jahrhunderten der erste Mensch in den bergmännischen Klausen, die vor Millionen Jahren aus dem Feuer der Vulkane, aus den Ablagerungen der Meere entstanden sind. Lagerungen wie Buchseiten geschichtet. Ein Buch, ein Archiv, das an dieser Stelle von Menschen aufgeschlagen wurde und in das wir bis heute hineinschauen und nachlesen können. Die Expedition in die Geschichte des Bergbaus, die Suche nach den Spuren des alten Mannes, so nennen wir die Bergleute der Vergangenheit, dieser Vorstoß in die Gruben von gestern ist nicht ohne Gefahren. Generationen sind seit mehr als 1000 Jahren immer wieder auf der Suche nach Silber und Gold in die Gruben eingefahren. Auch die Forscher, die sich heute durch Gesteinsbrüche graben, durch Schlamm und Wasser vortasten, auch sie spüren die Mystik, begreifen den Aberglauben, der hier entstand. Die Finsternis, die Abgeschlossenheit der unterirdischen Welt bringen Gedanken, die über Tage kaum entstehen. Erstmalig ist eine elektronische Fernsehkamera bei unserer Expedition in den historischen Bergbau dabei. Bei der Forschung, die auf den Spuren des alten Mannes mehr und mehr einen weltweiten historischen Bezug aufdeckt. Unserer Erde liegen in ihr selbst. Und seit Menschengedenken wagen sich Forscher in diese Welt vor. Mich selbst lässt der historische Bergbau seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr los. Viele tausend Befahrungen alter Gruben haben mich jenen Menschen näher gebracht, deren unterirdische Werkstatt erhalten geblieben ist. Kirchturm in der Bauart des Oberharzes. Ein Pochwerk zum Zerkleinern von Erz und eine Schmelzhütte, wie sie jahrhundertelang im Oberharz üblich waren. Der Standort dieser Anlage ist aber weit über 1000 Kilometer vom Oberharz entfernt und bildet den Mittelpunkt des Bergwerksmuseums von Kongsberg im nordwestlichen Norwegen. Vor dem Museum steht ein kleines Denkmal, ein Hauer, mit Schlägel und Handbohrer erinnert an den Silberbergbau von Kongsberg, dem norwegischen Königsberg. Nach Zeiten reicher Ausbeute, aber auch vielfacher Not, wurden die über 1000 Meter tiefen Gruben 1957 geschlossen. Dieser Schacht trägt den Namen Haus Sachsen, ein benachbarter heißt Hilfe Gottes, Namen von Gruben aus dem Oberharz. Das gediegene Silber brachte Kongsberg in große Blüte, wenn man es fand. Blieb es aus, herrschte bittere Armut. 23 Pfund wiegt diese silberne Kostbarkeit.
Ein Stauteich, nach dem Vorbild des Oberharzer Wasserregals zur Speicherung von Aufschlagwasser für Bergwerk und Silberhütte. Die hohe technische Kunst der Silbergruben von Kongsberg schufen Bergleute aus dem Oberharz, die ihre Erfahrung, ihr Können in den Dienst der norwegischen Krone stellten. Stauteiche, Kunstgräben, Dammgräben oder Wasserbrücken dieser Art sind bergtechnische Bauten, wie sie nach Harzer Vorbild überall in der Welt entstanden sind. Die Grubenlampe des Joachim Andreas Stukenbrock aus Blankenburg. Er prägte mit zahlreichen Bergleuten aus den Harzer Bergstädten Lautental, Clausthal und Grund den Bergbau im weit entfernten Kongsberg. Stukenbrock war auch der Erbauer dieser 1761 fertiggestellten Kirche, die einzigartig in Norwegen nach Oberharzer Vorbild entstand. Die Chronik berichtet, dass Stukenbrock namhafte Bergbeamte aus dem Harz nach Kongsberg holte. Noch heute findet man auf den Grabsteinen am Fuß des Gotteshauses typische Namen aus dem Harz. Berg- und Hüttenleute wagten sich auf die 6 Wochen dauernde Reise nach Kongsberg und fuhren nach arbeitsreichem Leben weit entfernt von der Heimat in die letzte Grube. Das Grab des Hüttenschreibers Werner aus Clausthal. Christian IV., Gründer von Kongsberg und Herr der königlichen Silbergruben, holte schon 1624 die ersten Bergleute aus dem Harz und aus Sachsen in das damals neu entstehende Bergbaugebiet. Die Männer, die dem Ruf folgten, brachten außer ihrem Fachwissen auch ihre Kultur mit. Diese jahrhundertealte Berginspektion findet man ganz ähnlich noch heute im Harz, aber auch auf anderen Kontinenten, wo Harzer Bergleute zu Weltbürgern wurden und der Kunst des Bergbaus zur Blüte verhalfen. Auf den Spuren der Bergleute vergangener Epochen kann man nicht in der Studierstube verweilen. Meine Arbeit zur Erforschung des historischen Bergbaus führt deshalb häufig zu sehr ungewöhnlichen Expeditionen. Von einer solchen Reise will ich hier berichten. Sie beginnt mit der Verladung robuster, leichtgängiger Kunststoffboote im Niedersächsischen Bergbaumuseum der Bergstadt Lautental im Oberharz. 11 Tage und 10 Nächte will ich mit einem Forscherteam durch das größte historische Bergbaugebiet unserer Erde fahren. Es beginnt im Besucherbergwerk der Grube Lautentals Glück und führt durch den tiefen Sachsenstollen und den Ernst-August-Stollen von Harzrand zu Harzrand unter dem Gebirge hindurch. Die Grubenfahrt beginnt zunächst mit der Besucherbahn, bevor wir in Tiefen von 360 bis 420 Metern von Lautental nach Hahnen, Kleeboxwiese, Wildemann, Clausthal-Zellerfeld und von dort Untergrund hindurch nach Gittelde fahren, wo wir nahe Osterode zu ebener Erde am Fuß des Harzgebirges wieder zutage kommen. Von diesem Mundloch, dem Stollenzugang bis nach Gittelde, sind es über 34 Kilometer. Wollte man alle unterirdischen Strecken befahren, so müsste man leicht einige tausend Kilometer zurücklegen. Das Labyrinth der Wasserlösungsstrecken, der Abbaue, Förderstrecken und Querschläge ist im Harz so umfangreich, dass ein Menschenleben nicht ausreichen würde, jeden Ort in der Tiefe des Gebirges zu besuchen. Es ist nicht die erste Reise unter dem Harz hindurch, die ich mit Forschern, mit Bergbaubeamten und den Betriebsdirektoren der noch fündigen Bergwerke mache. Ich habe nachgezählt, es wird die 25. Befahrung des Ernst-August-Stollens, der die wesentlichen Bergbaureviere des Oberharzes verbindet und noch heute als längste bergmännische Wasserlösungsstrecke der Welt gilt. Eine Jubiläumsfahrt liegt vor uns. Vielleicht ist es die letzte so umfangreiche Befahrung, denn die Voraussetzungen werden von Jahr zu Jahr schwieriger. Schwieriger nicht nur, weil die jahrhundertealten Grubenbaue mehr und mehr zu Bruch gehen, schwieriger auch deshalb, weil eine Expedition dieser Art nur mit sehr großem Sicherheits- und Materialaufwand zu bewältigen ist und das kostet viel Geld. Allein das Einhängen der Boote, der rund 15 Zentner Gepäck, die verladen werden müssen, dies alles erfordert bereits einige Tage Zeit.
am Füllort des Schachtes. Erstmalig im Expeditionsgepäck eine professionelle Fernsehaufzeichnungsanlage, speziell verpackt gegen mechanische Beschädigungen, gegen die 98%ige Luftfeuchtigkeit, gegen die Grubenkälte von 5 Grad Celsius. Der Einsatz der teuren Elektronik ist ein Experiment, denn noch nie hat jemand die empfindliche Fernsehtechnik unter so rauen, klimatisch schlechten Bedingungen unter Tage eingesetzt. Ob die Expedition damit wirklich aufgezeichnet werden kann, wissen wir im Augenblick noch nicht. Der Mann am Haspel. Vom Fingerspitzengefühl für das Seil und von den richtigen Kommandos hängt der Erfolg des Einhängens ab. Unsere Mannschaft ist gut aufeinander eingespielt. Trotzdem werden Aktionen unter Tage nie zur Routine. Hinter Gelassenheit verbirgt sich Spannung. Keine Zeit, darüber nachzudenken. Mit dem ersten Boot am Haken hat der Vorstoß in die Gruben von gestern schon begonnen. Meter Tiefe. Ein dünnes Drahtseil als Verbindung zwischen Übertage und einer Unterwelt, die nur wenigen bewusst ist. Tiefe der über 1000 Meter messenden Gruben anzudeuten, hängen wir anstatt eines Bootes die Fernsehkamera ans Seil. Ausschnitt aus einer Fahrt, die über eine Viertelstunde dauert. Die Wassertropfen sind schneller. Ein paar hunderttausend Mark hängen am Seil. Die Kamera zeichnet den Weg auf, den Boot für Boot, Kisten, Koffer und alle Gepäckstücke durchfahren. Zeichen des Anschlägers. Auf der Sohle. Ernst August Stollen. Das letzte Boot kommt. Unsere Mannschaft ist inzwischen eingefahren, trifft die Vorbereitungen für die Reise, die 11 Tage und 10 Nächte durch die Gruben des Oberharzes führt. Maßarbeit zwischen dem Maschinisten am Haspel und dem Steiger, der das Hängen über große Entfernung dirigiert. Sind die Boote neu? Wie werden sie nach dieser Befahrung aussehen? Ich hoffe besser als die Schlauchboote, die wir bisher benutzt haben. Sie waren schwer und störanfällig, gingen nicht selten mit der gesamten Ladung unter. Flügelort des Ernst-August-Stollens. Der westliche Abzweig von der Hauptstrecke. Mein Fernsehteam verstaut die Geräte. Es gibt noch ein wenig Unsicherheit in dieser ungewohnten Umgebung, aber ich kann mich auf diese Mannschaft verlassen. Nach den ersten Probebefahrungen sind weniger belastbare Kollegen ausgeschieden, haben denen Platz gemacht,
die in der Enge der Stollen und Schächte keine Klaustrophobie bekommen, die den Anstrengungen auch psychisch gewachsen sind. Platz ist ein Problem. Jedes Boot hat je nach Gepäckzuladung 2 bis 3 Plätze und noch immer hängen Kisten mit Gerät, Verpflegung, Biwakausrüstung, Medikamenten, Aggregat und Akkus, trocken verpackter Ersatzkleidung und 1000 wichtiger Kleinigkeiten am Seil. Bergleute, Forscher und das Fernsehteam arbeiten Hand in Hand bei dieser Reise auf den Spuren des alten Mannes. Aller Anstrengung darf niemand den Blick für seine Umgebung verlieren. In der Finsternis der alten Stollen und Schächte lauern Gefahren. Fehlverhalten kann tödlich sein. Doch Experten wissen, wo sie sicher sind, und so bleibt Zeit für Entdeckungen. Viele Naturereignisse unter Tage zeigen sich klein und unscheinbar. Babytropfsteine, Stalaktiten, die sich Tropfen um Tropfen aufbauen. Auf der Sohle eine Kostbarkeit. Sinterperlen, die im Lauf der Jahrhunderte aus der mineralischen Ummantelung kleiner Gesteinsbröckchen entstehen. Dieses handtellergroße Nest hat hier schon gelegen, als die Schiffer noch mit ihren Erzkähnen durch die tiefe Wasserstrecke fuhren. Mit ihren 10,20 Meter langen Holzkähnen brachten sie die Erze der Clausthaler Gruben zum Schacht Ottilie, schlugen die 8 Zentner schweren Förderkästen an das Förderseil und zogen sich mit einer Hand am Fürstseil weiter. Die einzige schiffbare unterirdische Wasserstrecke der Welt. Ausgangspunkt des Ernst-August-Stollens, der zur Wasserlösung der Gruben geschaffen wurde. Das Gesicht des alten Mannes im Grubenlicht. Unsere Kamera hat die Vergangenheit wieder lebendig werden lassen. Den alten Holzkahn konnten wir nicht nach Übertage bringen. Die morschen Planken hätten den Transport nicht überstanden. Unser Bild vermittelt eine Szene, wie sie vielleicht vor einem Jahrhundert hier stattgefunden haben mag. Forschung und Fernsehen. Eine Zusammenarbeit, die neue Erfahrungen bringt, denn schon morgen kann diese Aufnahme ein seltenes Dokument sein. Wer kann schon sagen, wie lange dieses Flügelort noch zugänglich bleibt? Unser Manöver zeigt die Beweglichkeit der Boote, die sich ebenso gut bewähren wie die empfindliche Elektronik der Fernsehaufnahmegeräte. Das Expeditionsprogramm ist so aufgeteilt, dass einzelne Gruppen mit je 2 oder 4 Männern jeweils vorgegebene Grubenteile untersuchen. Nur in den Hauptstrecken fahren wir mit weit auseinandergezogenem Verband, der sich durch viele Zwischenfälle immer wieder verändert. Die Hauptstrecke des Ernst-August-Stollens. Interesse gilt den Wasserzuläufen aus höher liegenden Grubenbauen oder Gangspalten. Fast immer entstehen an diesen Zuläufen reiche Sinterungen, mineralische Ablagerungen auf dem Gestein, die Milliarden Wassertropfen im Lauf der Zeit dort zurückließen. Gesteinsbrocken oder altes Gebrück, Querbalken mit verfaulten Laufbohlen bilden häufig unter dem Wasserspiegel tückische Hindernisse. Das Aussteigen aus den Booten ist nicht empfehlenswert, denn unter dem Gebrück befindet sich fast immer 2,5 Meter Wasser. Ach so, 2 Meter, da wird das jetzt zu flach.
40 Brüche liegen in der Hauptstrecke des Ernst-August-Stollens. Jedes Mal muss die Mannschaft die Boote entladen, über den Bruch transportieren und auf der anderen Seite wieder ins Wasser einsetzen. Okay. Jedes unserer Boote ist während der Expedition einige Male gekentert. Bei 4 Grad Wassertemperatur ist das kein Vergnügen für die Besatzung. Unser Kameraboot hatte den Kiel immer im Wasser, denn die Kameratechnik wurde mit größter Vorsicht transportiert. Schließlich brauchten wir sie, um an den unzugänglichsten Orten durch aller Mithilfe den Zauber der alten Silber- und Goldgruben einzufangen. Gestern kennt, kann sich der Bergbauvergangenheit entziehen. An vielen Orten werden sie wieder lebendig, die alten Männer, die mehr als ein Jahrtausend mit Fleiß und Erfindergeist nach Silber und Gold, nach Kupfer und Schwefelkies, nach Blei und jüngst auch nach Zinkblende suchten. Für die Kamera haben wir den alten Haspel wieder bewegt. Das Gesicht des alten Mannes, der hier in Bergeinsamkeit die schwere Last im Schacht aufzieht. Auf der Suche nach den Schätzen des Gebirges lebten die Bergleute ständig in tödlicher Gefahr. Diese Gefahr hat diese Menschen geprägt. Und noch heute, oft Jahrhunderte später, geht von den alten Bergleuten eine eigenartige Faszination aus. Die technologischen Erfindungen der Oberharzer gingen in alle Welt wie sie selbst. Schon 1632 entwickelten sie das bergmännische Schießen und schufen dadurch neue Möglichkeiten im Abbau. So wie auch die Pumpenkünste und die Fördertechnik der Oberharzer Bergleute weltweit den Bergbau verbesserten. Der Einfallsreichtum der alten Bergleute in der über 1000 Jahre alten Bergbaugeschichte bahnte ohne Zweifel unserem technischen Zeitalter den Weg. Beispiel bietet der Markscheider Borchers, der bei der Vermessung zum Bau des Ernst-August-Stollens mit kaum messbaren Abweichungen in die Geschichte unterirdischer Messtechnik einging. Mit diesem Theodoliten hat Borchers gearbeitet. Wie bei allen früheren Durchschlägen ergab sich auf der Hauptlinie des Ernst-August-Stollens bei den beiden aufeinander zugeführten Stollen ein so genaues Zusammentreffen, dass die Differenz in den seitlichen Wangen 0,7 Zoll und in den Sohlen 0,06 Zoll, also nicht mehr als die Dicke eines Federstrichs, betrug. 3,50
Kilometer Streckenvortrieb schaffte bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Bergmann pro Jahr. Welche Arbeitsleistung am Wege unserer Expedition? Vielleicht hat der Markscheider Borchers sogar an jenem Ort gearbeitet, an dem sich einer unserer Forscher jetzt gleich nasse Füße holt. Auch das gehört zum Alltag der Bergbauforschung und es nimmt schon Wunder, wenn man nicht durchnässt und mit Vorfreude auf trockene Kleidung in das abendliche Biwak einzieht. Stollen und Schächte, auch die Weite der alten Abbaue ist ein Zeugnis für den Fleiß der Bergleute. Viele Reichtümer der Erde verdanken wir jenen Männern, die in finsteren Teufen ihren Mut bewiesen. Hier läuft einiges schief. Und schon gibt es ein Donnerwetter, das allerdings nach Bergmanns Art schnell wieder vergeht. Großen Hindernisse müssen geschickt umfahren werden, selbst wenn man unter das Luftrohr tauchen muss. Für das Kameraboot sind diese Manöver nicht möglich. Und einige unserer Forscherkollegen leisten für diesen Film Schwerstarbeit. Wenig zu lachen, wenn nicht die Schadenfreude wäre. Fast könnte man bei solchen Untertageabenteuern vergessen, dass es um Forschung und Arbeit geht. Wir sind unter anderem auf der Suche nach den versiegenden Trinkwassern eines Harzstädtchens. Einige Forscher und Bergleute des Teams sind Experten für den hydrogeologischen Bereich. Wenn es gelingt, die Ursache des Wassermangels durch die Untersuchungsbefahrung zu ergründen, könnten mit entsprechenden bergbaulichen Maßnahmen Kosten in Millionenhöhe eingespart werden. Ob unsere Untersuchungen die Beobachtung von großen Wasserzuläufen aus Klüften und Schächten zum Ziel führen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Team einer Forschungsgruppe für historischen Bergbau kommt aus verschiedenen Fakultäten. Geologie, Mineralogie, Hydrogeologie, Geophysik, Paläontologie, Prähistorie, Archäologie, Speleologie, Biologie oder Zoologie sind nur einige Wissenschaften, die den Bereich der Bergbauhistorie berühren und den Aufschluss alter Grubenbaue für Forschungen benutzen. Seite um Seite lässt sich hier die Geschichte des Bergbaus
durchaus aufblättern, denn im Gegensatz zu den Forschungsfeldern über Tage sind die Stätten des alten Mannes weitgehend unberührt. Hundlaufrad. In einem Abbau hat es ein Jahrhundert überdauert. Es rollte einst über einen Hundslauf, der im Oberharz erfunden wurde. Die Eisenbahnschiene wurde von den Oberharzer Bergleuten entwickelt, genau wie das Drahtseil oder viele spezielle Ausbautechniken. Der gute Ruf der Oberharzer entspricht dem der Sachsen und Erzgebirgler. Sie haben vieles gemeinsam, bis hin zu Sprachprägungen, die sich in der Mundart bis zum heutigen Tag erhalten haben. Tage. Da, wo die Menschen die Gruben verlassen haben, entstand ein Garten aus Pilzen und Flechten. Heimat für Insekten und andere Tiere. Sie wird hier sonst nie von Menschen gefährdet und ist deshalb zutraulich. Die Gruben des Oberharzes sind Lebensräume für viele große Fledermauskolonien, die es ohne den alten Bergbau sicher nicht mehr gäbe. Fledermäuse verständigen sich unhörbar für menschliche Ohren mit Schreien, die eine Frequenz bis zu 85 Kilohertz haben. Fledermäuse verlassen in abendlicher Stunde die Stollen und Schächte, um sich draußen Nahrung zu suchen. Fliegen aus der Nacht in der Tiefe in die Nacht über Tage. Für uns ein Zeichen, Biwak zu machen, das heute in einem sehr schönen trockenen Abbau aufgeschlagen wird. Abendessen ist nur schlicht, der Appetit jedoch gewaltig. Den Schutzhelm trägt man auch beim abendlichen Palaver und sogar während der Nachtruhe. Die innere Uhr arbeitet bei kürzeren Aufenthalten unter Tage zuverlässig. Zur gewohnten Stunde stellt sich Müdigkeit ein. Trotzdem macht sich einer auf den Weg, um Teewasser zu holen. Man nutzt die kurze Verschnaufpause ohne Kamera, ohne Tonaufnahme. Thank you.
Tagträume, die immer wiederkehren. Tagträume von einer Badewanne mit heißem, duftendem Wasser. Meine 25. Befahrung der Gruben im Revier des Ernst-August-Stollens hat diesmal viele Besonderheiten. Erstmalig haben wir eine Frau im Team, eine erfahrene Speleologin, eine Höhlenforscherin. Der Argwohn, ob denn eine Frau diesen Strapazen gewachsen sei, hat sich sehr schnell gelegt. Die traditionelle Frauenfeindlichkeit unter Tage ist nach 1000 Jahren Bergbaugeschichte zu Ende gegangen. Frauen in Gruben bringen Unglück, so glaubten die alten Bergleute. Das Teewasser, das 4000 Jahre alt ist, wie unser Hydrogeologe beweisen könnte, trägt zur abendlichen Gemütlichkeit bei, die wir uns in den 11 Tagen und 10 Nächten unter dem Oberharz nicht nehmen lassen wollen. Die Kamera ist auch dabei, wenn der Heimkehrer von der Teewassersuche mitten durch die bereitgestellten Frühstücksstollen marschiert. Oh, ja, immer mal gut, das ist ja gut. Oh, 5 Kilometer zum Wasserlauf. Schau mal her, der wird wohl wieder vorbei. Ja, die meisten Teile der Strecke sind wieder gefühlt. Was steht das? Ja, noch relativiert. Ich weiß es nicht, von der Statik kann ich nicht. An diesem Ort haben seit Jahrhunderten die Bergleute ihr Lager aufgeschlagen. Der Grund? Das beschwerliche Ein- und Ausfahren. Es beanspruchte viele Stunden. Deshalb blieben die Bergleute die gesamte Arbeitswoche unter Tage und fuhren nicht mehr aus. Bei 5 bis 8 Grad Celsius und 98%iger Luftfeuchtigkeit wird uns während der Expeditionen immer wieder deutlich, warum die Lebenserwartung der alten Männer nur 35 Jahre betrug, warum das Kapitel des historischen Bergbaus so schicksalhaft schwer war. Wie jung, nach unseren Begriffen, waren die alten Männer, wenn sie in die letzte Grube fuhren. Nachtzeit im unterirdischen Biwak. Die Individualisten schlafen im Freien. Nur 420 Meter Deckgebirge, das sind viele Milliarden Tonnen Gestein, trennen uns vom nächtlichen Mond, von der milden Sommernachtsluft über Tage. Die Sehnsucht nach dem freien Himmel packt auch den erfahrensten Untertage-Experten. Da rückt das Fürstgestein immer näher und es ist wohl nicht der Forscherdrang allein, wenn zu nächtlicher Stunde eine Zwei-Mann-Expedition aufbricht. Die Flucht in die Beschäftigung beruhigt die überdrehte Psyche. Beobachtungen der Belastbarkeit an sich und anderen. Klassischen Harzgruben unweit unseres Biwaks gibt es ein altes Kunstrad. Fossil erstarrt, der Lebendigkeit treibenden Wassers beraubt, wirkt es fast gespenstisch im Schein der Karbidleuchten. Fragmente einer Wasserkraftmaschine, die zur Blütezeit der Bergbauepoche lernend rotierend die Pumpenkunst, die Fahrkunst antrieb. Noch um die Jahrhundertwende förderten die Gruben des Oberharzes 30 Kilogramm Gold und 63.000 Kilogramm Silber pro Jahr. Ein Reichtum, der die europäische Geschichte beeinflusste. Was davon blieb, zeigt sich heute nur noch übertägig. Die unterirdische Schatzkammer ist ausgeraubt. Das Skelett der einst genialen Bergbautechnik taucht nur für einen Augenblick aus der Lichtmalerei der Grubenlampen auf. Noch einmal bewegt sich die Technik von damals. Bis zu 15 Meter Durchmesser hatten die Kunsträder, deren Antriebskraft die Gruben trocken hielt. Und im Jahr 1833 im Spiegeltaler Hoffnungsschacht zur Erfindung der Fahrkunst führte. Die exzentrische Bewegung des krummen Zapfens an der Kunstradwelle übertrug die vom Wasser gegebene Kraft auf ein Gestänge, das sich bis zu 800 Meter und mehr im Schacht auf- und nieder bewegte. Für die Bergleute war damit die Zeit der beschwerlichen Ein- und Ausfahrt beendet und das Leben der Bergleute wurde leichter. In Kongsberg und im Oberharz sind noch Fahrkünste erhalten. Der
Begriff der Fahrkunst ist mit zahlreichen anderen Bezeichnungen der deutschen Bergbausprache in viele Fremdsprachen unverändert übernommen worden. Die Spuren, die der alte Mann in den Tiefen der Erde hinterließ, blieben auch in seiner Sprache. In ihr spiegelt sich die Lebendigkeit, die einstige Bedeutung des Harzer Bergbaus, dem unsere Expedition nachspürt. Rund 4.800 Bergleute waren noch am Anfang dieses Jahrhunderts in den Gruben des Oberharzes tätig. Unter Tage kann man ihnen ein gutes Stück näher kommen. Gesichter, die im Schein des Grubenlichtes einen Augenblick aufleuchten, um dann wieder in Finsternis zu versinken. Ich habe die Gesichter der Alten lieben gelernt und ich meine, es war die Mühe wert, diesen Spuren ein Vierteljahrhundert lang zu folgen. Manche Grubenbaue sind heute nur noch mit Hilfe der Seiltechnik zu erreichen. Auch das gehört zum Alltag eines Bergbauforschers. Nicht immer lohnt sich der Einstieg. Mehr und mehr verfallen die alten Baue. Oft ist die Befahrung zu gefährlich. Mut, das heißt auch Mut zur Umkehr. Sicherheit und Leben haben Priorität. Beobachtet. Oft sind die Strecken so niedrig, dass es nur robbend oder auf den Knien weitergeht. Reptilien, die für das Leben hier besser ausgestattet sind als der Mensch. Wir müssen in den Stollen eine sehr anstrengende Kriechtechnik entwickeln. Bald werden wir wieder aufrecht gehen können, denn die kleinen schwarz-gelben Salamander leben nur in der Nähe der Mundlöcher. Wir haben es also nicht mehr weit zur Ausfahrt. Noch einmal, Impressionen am Rande einer Expedition in die Geschichte des Bergbaus. Bilder vom Zauber der Gruben von gestern. Sie können fast über die Gefahren hinwegtäuschen, die in den alten Gruben lauern. Stürzendes Gestein und Sauerstoffmangel, tödliche Bedrohungen für jeden, der ohne Experten und Ausrüstung den Spuren des alten Mannes folgen will. Wir waren auf die Gefahren vorbereitet, konnten im Notfall auch auf die Hilfe von Übertage rechnen. Nach 11 Tagen und 10 Nächten fuhr die gesamte Mannschaft am Mundloch in Gittelde nacheinander aus. Im Gepäck die Forschungsergebnisse und Bild- und Tonmaterial von rund 14 Stunden Aufzeichnung. Einen kleinen Teil davon konnten wir Ihnen hier zeigen.